Auf ein neues zu einer weiteren Folge von Let's Play Princess Peach Showtime. Im letzten Part haben wir den ersten Zwischenboss, was auch immer besiegt, dieser Ebene. Wir haben noch eine Herausforderung mit Fechten gemacht. Was nicht so. War ein bisschen anstrengend, sagen wir es einfach so. Und wir haben das obere Stock, den oberen Stock freigeschaltet. Und da schauen wir jetzt mal, wie es denn da so aussieht. Was sagen Sie dazu? Ich bin gespannt auf die neuen Verwandlungen, vor allem die man noch nicht kennt. Alla Schlittschuh Peach. Alla Detektiv Peach. Guck nicht so. Ernsthaft. Juhu, Fecht Peach. Du machst das jetzt direkt, nachdem wir Fecht Peach auf dem Zappen hatten? Na gut. Ja, ich wollte halt immer rechts, links machen. Andersrum links, rechts, weil wir so begonnen haben. Achso. Achso. Das Spukschloss. Im Zweifel hauen wir sie einfach wieder runter vom Thumbnail. Nein. Jetzt gibt es noch eine krassere Variante von Fecht-Peach. Sind wir jetzt gleich Fecht-Peach? Ja. Deswegen auch immer Fortsetzung folgt, Flo, weil sie wirklich folgt, die Fortsetzung. Die Fechterin, das Schloss ist verlassen. Komm mit uns. Es ist so still. Hier ist jemand. Du wolltest ihm was sagen. Das Schloss gehört jetzt mir. Ah, Hilfe. Wer mein Schloss eindringt, wird so weit kommen. Fechterin! Ah! Fechterin? Bitte hilf uns! Die dunkle Macht hat uns hier eingesperrt. Ich zähl auf dich, bitte jagt die Schurken davon. Ja, komm aber auch nichts, Mann. Ja, als ob wir Metall schneiden können. Kolle zur Rauhe ist gegen Mr. One. Oh, da ist der. Warte, was da dran steht. Kannst du dich da hinstellen? Das sieht so aus, als würde sich das Ding drehen. Das ist ein Halbkreis davor, oder? Vor der Kerze. Und auf dem Boden. Naja, so halb. Ist okay. Oh, was ist das für ein Gerät? Also. Ja, ich denke, das ist. Aber es sind weniger hier. Ah, okay. Aber dann die ersten immer nur 10. Scheinbar. Aber es gibt drei, weil es gibt doch drei Bilder. Oh, warte, nicht kaputt machen, direkt hoch, oder? Warum kann ich hier gerade diese Hochattacke nicht ein... Lass, du sollst da hochgehen. Jan. Meinst du? Nicht, dass du dir den Weg verbaust. Soll ich jetzt direkt hier wieder rausgehen? Oh, jetzt ist hier unten die Pfote. Achso, da muss man. Hä? Da muss man doch alles kaputt machen. Da am Vorhang musst du. Kannst du am Vorhang stehen oder was machen? Hat jetzt doch nicht nur Geld gegeben. Warum ist denn der Vorhang so? Und vielleicht doch, hier kann ich wieder rausgehen. Halt. Ist ja mega komisch. Sowas schon mal, wo man nur Geld bekommt.
Nee, war auch das erste Mal, dass wir eine Kraft jetzt doppelt benutzen. Ja, ja, gut, abgesehen klar, von der Herausforderung. Nee. Wir fürchten uns, hilf uns! Was passiert hier gerade? Deine Anteil endet hier! Oh, die musst du... Genau, auskontern oder so. Oder kann man die überhaupt besiegen? Ja, von hinten. Die müssen angreifen. Greif du sie an, damit sie dich angreifen. Boah. Und jetzt zum Beispiel konnte ich eben, glaube ich, auch gar nicht nutzen. Nee, warum so viele? Nee, kein Swiss-Wagen. Gut gemacht, edle Fechterin. Erobern wir das Schloss zurück. Okay, nichts verpasst. Oh, das zweite Bild ist interessant. Ja, du, dir werde ich Manieren beibringen. Rüber schnell. Könnte da unten was sein? Nein, da fällt man. Oh, jetzt wieder aufpassen. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Nicht überhetzen. Das erste Mal First Try bei den Stücken. Oh, da ist eine Truhe. Oh. Wenn wir einmal wieder das hier gefüllt. Oh, warte, warte. Die Truhe wird bestimmt gleich wichtig werden, wenn die kommt. Also die wird bestimmt gleich auf die Felder so immer kommen. Oh, da ist die Truhe. Ja, das brauche ich. Ja. Ei. Gott, Glück gehabt. Ja, das ist richtig bunt. Du hast mich gerettet. Ist ein bisschen Luigi's, nicht Luigi's Mansion, aber also Geisterhaus-Vibes. Jan, rüber. Schnell. Gott! Alles super. Das hat die Gegner nicht gesehen, wenn sie nicht. Ist da jetzt irgendwo jemand zwischen? Nee. Och Mann, ey. Was soll denn das? Was sollte ich denn jetzt anders machen? Du hättest die Kiste kaputt machen können, wahrscheinlich. Jetzt auch zerschneiden können. Ah, jetzt haben wir es fast 200 und noch kurz zu Ende. Ja, das kann man doch vorher nicht wissen. Das wäre leichter, wenn du nicht so zappelst. Ich werde dich lehren, wie man still hält. Oh, er kommt aus den Wänden raus. Ah, ich hätte wahrscheinlich ausweichen müssen. Das war bei den anderen Gegnern ja auch so. Oh, pass auf. Geht's kaputt. Was macht eine Kiste? Müssen wir das leben? Und Löcher kannst du auch kaputt machen, glaube ich. Notfalls. Ich weiß nicht, wie der animiert ist an den Wänden. Das sieht so schlecht aus. Der Stil ist komisch. Ich hätte es ja nicht ausweichen können, glaube ich. Also schon, aber nicht mit der Zeitlupe. Jetzt macht das wieder. Die Gegner erinnern mich ein bisschen an die Fledermaus von Marionette Dream Team Bros. Da war ja, wie hieß er denn noch? Phantasma? Auf jeden Fall der Bösewicht hat bei auch mal so eine kleine Fledermaus. Oh, von vorne geht's doch. Phantasma ist so. Du hast es geschafft, das war unglaublich, Fechterin.
Schade, dass eins fehlt. Wäre ja auch zu aber schön das gewesen. War ja relativ schnell. Like that. Thank you very much. Ich würde sagen, wir sehen uns, wo das Ding ist und dann machen wir noch ein Level oder so. Mal schauen. Die Fechterin schleißen. Ja, oha. Dann gibt es vielleicht auch noch ein schöneres Grün später. Lass mich raten, jetzt geht hier diese Linie weg und toll und toll. Ist der Fotograf eigentlich auf der Ebene auch? Noch war er nicht da, hier war gerade keiner. Vielleicht kommen wir raus, wenn alles toll ist. Danke! Den Fechtfunkeli haben wir zwar nicht gefunden, aber im Theaterstück ist jetzt wieder alles normal. Ah, die Funkeli-Seele des Fechtfunkelis. Ich habe gehört, dass Funkeli-Seelen nur Darstellern anvertraut werden, die Hauptrollen spielen. Das ist ja toll, Peach. Das bedeutet, dass du im Besitz der Fechterseele bist. Kann mich jemand hören, wenn man das sagt? Das kommt doch aus dem Keller. Sehen wir sofort nach. Das machen wir gleich. Gibt's wohl doch kein zweites Level. Naja. Unverhoffte Dinge passieren immer wieder. Oh, anscheinend gucken wir doch gleich. Und da ist jetzt eine Tür. Ach komm, ist das jetzt die, die eigentlich die Fechterin war? Die eigentliche Hauptrolle? Oder der? Die Funkeli halt. Ey, das sind 10 Verwandlungen, hab ich gesehen. Seltsam, normalerweise sieht das im Keller nicht so aus. Ach, wir können jetzt bestimmt mehr sehen als vorher, weil du dich der Fechterseele als würdig erwiesen hast. Hallo. Kann mich jemand hören? Ist das jetzt eine Dame oder nicht? Man weiß es nicht. Komm, fang dort, lass uns nachsehen. Aber wir müssen doch noch... Wir müssen, wie das sieht, nicht. Ist das das dritte Level mit Fechten? Man weiß es nicht. Bitte weiß. Auf dieser Bühne ist ja alles ganz durcheinander. Das sieht nicht so aus wie eins unserer Stücke. Geh mal kurz in Pause, bitte. Wir sollten vorsichtig sein, Peach. 5. Okay, das dritte. Und es gibt auch eine Schleife. Ein Dings. Also, aufpassen. Das habe ich jetzt tatsächlich gar nicht gesehen in dem Spiel. Schauen wir mal. Was wird, meinst du? Noch was Gutes gibt hier. Was Cooles. Ist das cool? Nehmen wir. Beschwere ich mich nicht. Ein Spiel ganz ohne Bowser, ganz ohne Mario und Luigi, das ist doch krass. Zur Hilfe! Also das hat bestimmt irgendjemand von deinen Viechers gesagt. Wahrscheinlich war das der Fechter, der halt auch so einer ist, ja. Oder Fechterin, oder... In den Händen. Es werden immer weniger. Die Frage ist, wo bekommt man dann dieses Gerät her? Das Schleifchen, wo ist Cheffe? Wo ist Mr. Schnurrbart und Zylinder? Oh, die sind... Immer Vorhänge, die runtergehen. Ja.
Und da gehen sie wieder hoch. Und das gibt das Sterngerät. Oh, warte. Ja, genau. Schön weitergehen. Aha. Das wird doch einfach. Naja, wenn man soweit alles überspringt und schnell durchrennt. Ich brauche Hilfe. Das war ja geschenkt. Wahrscheinlich bringt es nichts, aber vielleicht ja doch. Ja, ist das vorletzte jetzt. Immerhin haben wir aufgeräumt. Es ist der Fecht-Funkeli. Keine Sorge, wir retten. Warum heißt der jetzt Funkeli und die anderen Theatri? Dein Kostüm, wer bist du? Sei vorsichtig, das ist sehr. Ja, also ich. Ich besiege euch im Namen von Frau Kreb. Du machst gar nichts. Nur weil du eine Krone auf hast. Ah, wahrscheinlich wieder ausweichen. Fall runter! Alter, oha, die Wand geklatscht. Mach mal nicht das Licht jetzt hier so. Oh Gott. Zack, zack. Ausgezeichnet. Ich sehe jetzt schon, vielleicht kommt die Lila Milka-Kuh angesprungen. Nicht zu aggressiv hier. Kämpfe mit Mut. Ich will dich durch seine Bewegung beirren. Du musst schon zweimal ausweichen, dann triffst du ihn. Du siehst doch, wo er lang slidet. Du musst halt, glaube ich, noch mehrmals machen. Weiche aus und schlag zu, wenn er rennt. Rennt, springt aber immer nach hinten. Vielleicht musst du einfach nur hinter ihn kommen und ihn schlagen. Eieiei. Na. Jan hat schon sich tot gesehen. Ja, auf jeden Fall. Allererste First Try von einem Level. Das erste war du auch First Try, oder? Danke für die Rettung. Weiß gar nicht mehr. Wir müssen fliehen. Alter. Ein Angriff aus dem Hinterhalt. Wie fies, ich blocke. Du greifst ihn an. Alter. Nicht die Quicktime-Events. Thank you very much. Die Arena des dunklen Fischtes. Stellarschleife. Aber das ist doch ihr ganzes Kleid. Ah, eine mehrfarbige. Wo.
Aber jede Verwandlung dreimal wäre ein bisschen viel, oder? Jetzt bin ich verwirrt. Ich hätte gedacht, dass sie die Funkelise in ihren eigenen Theaterstücken gefangen halten würden. Wir können sich auch alle anderen Funkelis retten, indem wir die Schurken in ihren Stücken vertreiben. Na, ich danke euch beiden, dass ihr mich gerettet habt. Die Schurken haben mich in meiner Kraft beraubt und eingesperrt. Dann kann ich endlich wieder andere beschützen. Doch erlaubt mir zuvor, erneut meine Dankbarkeit auszudrücken. Gehen wir zurück in den ersten Stock. Da wollte man eigentlich bleiben. Aber gut. Dann gehen wir nochmal zurück. Punktet ist ein bisschen zu viel, finde ich. Bisschen zu viel, sagst du. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir in das Level. Wir sehen uns dann. Ja, warte, vielleicht sagen sie jetzt wieder irgendwas, wenn wir oben sind. Ja, ja, kann schon sein. Oh, der Foto. Fotoman? Ich wollte dich nicht. Du bist nicht der Fotoman. Und den Fotoman müsstest du dann ja eh gleich nochmal anquatschen, wenn du es nochmal geschafft hast. Also. Ach stimmt, das zählt nur, wenn es perfekt ist. Mhm. Da fehlt jetzt leider die Mitte. Das holen wir jetzt aber. Du magst ihn anzusprechen, kann das sein? Nee. Mein Unterbewusstsein will die Bonusherzen. Obwohl die Herzen jetzt selten das Problem waren. Ich wollte gerade sagen, okay, fast, aber... Davor nur, weil Peach aber nur einen Treffer ausgehalten hat. Hättest du auch nicht mehr Leben haben können. Aber ja, gut, wir sehen uns an der Stelle wieder. Schnitzeln. So, schauen wir mal, ob Flo recht hat. Oder er. Nein! Oder war das doch das kleine Ding? Das war's nicht. Wir gucken jetzt erstmal weiter. Nee, jetzt kommt das andere, was du schon hast. Vielleicht kommt ja dazwischen noch was. Hm. Aber was, wenn du jetzt in der Sektion stirbst? Kannst du es dann nochmal machen, oder nicht? Ja, wenn man nicht runterfällt. Nee, ist schon richtig. Oder warst du bei dem dann einfach zu spät? Was hat der Schleifenmann? Was ist mit dem, der da weggeflogen ist? Ich glaube, du hättest einfach... Ah nee, warte mal, du kannst dich hinstellen. Hier, das hatte ich nicht, oder? Kann sein. Ach man. Naja gut. Dann würde ich sagen, du hast das so mit dem Part. Die nächste Kraft gibt es im nächsten Part. Wir machen das hier noch zu Ende. Wir können uns doch das Bild gleich angucken. Dann pausieren wir nochmal ganz kurz. So. Dann haben wir das jetzt auch vollständig. Dann gucken wir so mal wegen dem Bildchen. Nicht anders. Obwohl eine Belohnung kriegen, wenn wir alle drei haben. Ah, wir müssen ja nicht übertreiben. Naja, mindestens dann am Ende ein volles Album, aber. Mal gucken. Oh, dann gibt's im nächsten Part. Detective? Ne, Eislauf. Ja, für Schurke. Schurke? Das ist aus dem Schurke.
Jetzt haben wir eine... was aufs Thumbnail kommt. Aber das war's für diese Folge und der nächsten. Geht's weiter mit einer neuen Kostümverwandlung, wer auch immer. Solltet ihr die Folge nicht verpassen und Like da lassen. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss.